Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition und das erste Mal, dass wir diese Woche nicht in der Himmelsfeste starten. So, wir werden jetzt noch mit dem Sturmbeulen quatschen, oder mit dem Bullen und dann der Truppe. Denn es geht ja um diese kleine Mission zusammen mit den Kunari. Mal sehen, wie Sobald das sie wird. erledigt sind, gibst du dem Schlachtschiff das Signal, dass es sich gefahrlos nähern kann. Geht klar, Häuptling. Denkt daran, ihr müsst sofort voll draufgehen. Aber lasst euch nicht auf einen Fernkampf ein. Die haben Magier. Kein Problem, wir haben unsere eigene Magierin. Ich bin keine Magierin. Erledigt ihren Verzauberer im Nahkampf, bevor er das Schlachtfeld übernimmt. Er wird tot sein, bevor er es merkt. Aber seid vorsichtig, ja? Die Winds sind verdammt scharf auf dieses rote Lyrium. Ja, ich weiß. Danke, Mama. Kunari haben keine Mütter. Schon vergessen? Wir kommen schon klar, Häuptling. Also gut, Sturmbullen. Hörner hoch! Hörner hoch! Von mir aus kann's losgehen, Boss. Ja, von mir aus auch. Ich bin bereit zum Aufbruch, Bulle. Alles klar. Sturmbullen, macht kurzen Prozess mit ihnen. Wenn das hier vorbei ist, gehen die Getränke auf mich. Klingt gut, Häuptling. Los jetzt, Sturmbullen, bewegt euch! Okay, so, der Bulle ist wieder. Ihr habt euren Sturmbullen das einfachere Ziel gegeben. Findet ihr? Tiefer gelegen und weiter von dem Schmugglerschiff entfernt? Mit heftiger Gegenwehr ist dort wohl kaum zu rechnen. Tja, dann übernehmen wir wohl mal wieder die Hauptarbeit. Wie in alten Zeiten. So, ich muss einmal kurz gucken. Wir müssen hier hin. So. Damit ich weiß, wo wir hinlaufen müssen. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ist also nicht so wichtig. Winds in Sicht. Sie dürfen die anderen nicht warnen. Okay, die waren soweit jetzt kein Problem. Wir plündern ich hier aber sehe natürlich keine noch fleißig. Tätowierungen, aber ihr habt einen Stab. Kommt ihr aus einem Kirchenzirkel? Nein, und ich möchte nicht darüber reden. Habe ich etwas getan, um euch zu beleidigen? Ihr seid zum Kuhn übergetreten. Nachdem sie mich aus der Sklaverei befreit hatten. Und euch etwas weit Schlimmeres auferlegten. Ein Sklave kann immer um seine Freiheit kämpfen. Euch hat das Kuhn jedoch gelehrt, nicht zu denken. Solis, nicht jetzt. Okay, Solis ist genauso wenig begeistert wie wir vom Kuhn. Beziehungsweise, ich habe noch keine richtige Meinung dazu, aber Solis hat schon ein bisschen recht, dass man aufhört zu denken. Hier kommt da hinten klar, ne? Das sieht so aus. Oh, Schrecken. So, wir geben gleich dem Schlachtschiff das Signal. Wir plündern hier natürlich erstmal fleißig. Ein Vitar haben wir noch gefunden. Okay, mehr ist hier nicht. Dann geben wir jetzt doch mal dem Schlachtschiff das Signal. Wir haben es geschafft, Guts. Gut, ich gebe jetzt das Signal. Die Sturmbullen sind auch soweit. Seht ihr sie da unten? Ich wusste, ihr gebt ihnen die leichtere Aufgabe. Da ist das Schlachtschiff. Ach, das weckt alte Erinnerungen. Nicht übel. Mist. Das sind ziemlich viele. Ja. Eure Männer müssen diese Position halten, Bulle. Wenn sie das tun, sterben sie. Und wenn sie es nicht tun, erobern sie die Venatori zurück und das Schlachtschiff ist verloren. Ihr werft dadurch eine Allianz der Inquisition mit den Kunari weg. Ihr erklärt euch selbst zum Tal the Shoth. Durch eure Nähe zur Inquisition halten euch viele Ben Asrad schon für einen Verräter. Ich trat für euch ein, Hisrad. Ich sagte ihnen, ihr werdet nie ein Tal the Shoth.
Sie sind meine Jungs. Ich weiß, aber ihr müsst tun, was richtig ist, Tisrat. Für diese Allianz und für das Kuhn. So, wir können uns, wir können sozusagen für die Kunari sein, für diese Allianz und das Schlachtschiff retten oder natürlich die Sturmbullen. Und ich muss sagen, ich habe mich hier noch nie anders entschieden. Vielleicht habt ihr das ja getan. Das könnt ihr gerne dann mal schreiben, was passiert, wenn man sich für das Schlachtschiff entscheidet. Ich habe mich immer natürlich für die Sturmbullen entschieden. Ist natürlich doof, dass diese Allianz kaputt geht, aber ganz ehrlich, wir haben die Sturmbullen kennengelernt. Es sind keine unbekannten Gesichter. Ich tue mich da total schwer, die zu opfern. Klar, mit dem Schlachtschiff opfern wir auch Kunari, aber wir kennen die halt nicht, ne? Das ist für mich so ein Punkt, da bin ich absolut persönlich und also parteiisch in dem Fall. Da kann ich nicht unparteiisch sein. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber das war bisher immer die Entscheidung, die ich getroffen habe. Blast zum Rückzug. Nein! Sie ziehen sich zurück. All die Jahre, Hisrat. Und ihr werft alles weg, was ihr seid. Wofür? Für das? Für sie? Sein Name ist Eiserner Bulle. Ja, mag sein. Sie kommen nie im Leben aus der Reichweite. Gleich ist es vorbei. Bulle, wenn das Schlachtschiff sinkt. Sinkt? Kunari-Schlachtschiffe sinken nicht. Sie explodieren. Kommt schon. Gehen wir zu meinen Jungs zurück. Ja, wie gesagt, ich habe nie eine andere Entscheidung getroffen. Ihr könnt gerne was schreiben, was passiert, wenn man sich für Schlachtschiff entscheidet. Außer, dass offensichtlich die Sturmbullen sterben werden. Hey, Boss. Inquisitor, es ist meine Pflicht, euch mitzuteilen, dass es keine Allianz unserer Völker geben wird. Überdies werdet ihr keine Berichte der Ben Asrat von eurem Talvashoth-Gefährten mehr erhalten. Habt ihr Befehl, mich zu töten, Guts? Nein. Die Ben Asrat haben schon einen guten Mann verloren. Sie würden nur ungern einen zweiten verlieren. So viel dazu. Ich bin stolz auf euch, Bulle. Danke, Boss. Du kommst spät. Tut mir leid, Häuptling. Mir sitzt noch der Kampf mit diesen Winds in den Knochen. Schön, euch zu sehen, Inquisitor. Wir haben die Sturmbullen den Kampf überstanden. Ganz gut. Dank euch und dem Häuptling hatten wir reichlich Zeit, uns zurückzuziehen. Der Häuptling hat den Sturmbullen heute Abend sogar ein fast chasindisches Sackmet spendiert. Verdammt, Cram! Das musst du dem Inquisitor wirklich nicht auf die Nase binden. Tut mir leid, Häuptling. Ach, vergiss es. Ist schon gut. Oh, wir haben einen neuen Thron gefunden. Ja, ich glaube, den Bullen hat das schon ganz schön mitgenommen. Ich glaube, wir quatschen noch mal kurz mit ihm darüber. Er ist ja jetzt ein Talvashoth, also ausgestoßen vom Kuhn. Ich glaube, das geht nicht so ganz spurlos an ihm vorbei. Ihr wolltet mich sehen? Ja! Bulle! Schon gut! Ebosti Sala Talvashoth. Ja, meine Seele ist Staub. Deine ist allerdings überall auf dem Boden verteilt, also. Tut mir leid, Boss. Ich dachte, ich brauche vielleicht Verstärkung.
Aber ich schätze, ich bin es nicht mal wert, dass man mir fähige Leute auf den Hals setzt. Ihr wusstet, dass diese Meuchelmörder kommen würden? Eine kleine Veränderung im Wachwechsel hat mich darauf gebracht. Warum habt ihr mir das nicht früher erzählt? Habt ihr etwa Jahre der Ausbildung bei dem Ben Asrat hinter euch, um euren Gesichtsausdruck zu kontrollieren? Wenn, dann ist es mir entgangen. Seht ihr? Das meine ich. Hätte ich euch oder die Wachen informiert, wären die Attentäter vorgewarnt gewesen. Geht es euch gut? Alles bestens. Da habe ich mich schon im Bett schwerer verletzt. Aha, mein lieber Bulle, aha. Was, wenn die Klinge vergiftet war? Oh, sie war auf jeden Fall vergiftet mit Sarkamag in flüssiger Form. Hätte ich nicht das Gegengift genommen, würde ich jetzt wahnsinnig werden und mir die Eingeweide aus dem Leib kotzen. So brennt es zwar wie verrückt, aber das ist doch alles. Der Bulle war also sehr vorbereitet, aber ich glaube, das ist er immer, obwohl er nicht so tut. Hättet ihr Lust, euch zu rächen? An wem denn? Den gesamten Ben Asrat? Abgesehen davon war das hier kein ernsthafter Angriff. Zwei Kerle mit Klingen gegen mich? Das ist kein Mordversuch. Das ist eine Formalität. Sie wollen einfach nur klarstellen, dass ich ein Telvashoth bin. Ein verschissener Telvashoth. Ihr habt euch seit Jahren wie ein Telvashoth verhalten und es hat euch nicht verändert. Ebenso wenig, wie euch das hier verändert. Damals habe ich nur eine Rolle gespielt. Das hier ist mein Leben als einer von diesen. Ich habe in Seheron hunderte Telvashoth getötet. Banditen, Mörder, Bastarde, die sich vom Kuhn abgewandt hatten. Und jetzt bin ich einer von ihnen. Nee, er ist der eiserne Bulle. Ihr seid kein Telvashoth. Das ist ein Wort der Kunari und ihr folgt nicht länger dem Kuhn. Ihr seid der eiserne Bulle, der Söldnerhauptmann der Inquisition. Damit kann ich leben. Ach, wie auch immer. Ich werde hier sauber machen und Rotschöpfchen darüber informieren, was passiert ist. Boss, egal was ich vermisse oder bereue, das hier ist der Ort, an dem ich sein will. Der eiserne Bulle steht an eurer Seite. Danke, mein lieber Bulle. Ja, wie gesagt, also ich sehe es ähnlich, so wie wir das jetzt hier schon ausgedrückt haben. Sorry, wusste nicht. Rylands Männer werden die Lage überwachen. Ja, Sir. Wir bereiten sofort alles vor. In der Zwischenzeit schicken wir Soldaten, um die Hilfsaktion zu unterstützen. Das wäre dann alles. Sir. Es hört einfach nicht auf, was? Wünscht ihr euch, wir wären woanders? Ich hatte noch nie Zeit, wegzugehen. Dieser Krieg wird nicht ewig dauern. Als er begann, ging es nur darum, zu überleben. Aber die Dinge haben sich geändert. Was meint ihr damit? Ich frage mich plötzlich, wie es nach dem Krieg weitergehen wird. Wenn das hier vorbei ist, werde ich bleiben wollen. Bei euch. Aber ich weiß nicht, was ihr... Das heißt, falls ihr... Die Tür ist wieder offen. So, wir sollten Freunde bleiben. Nein, wir sollten die Beziehung auch nicht beenden. Natürlich wollen wir weiter bleiben. Also, wir entscheiden uns wirklich jetzt ernsthaft für diese Beziehung. Mit Cullen. Ich wusste gar nicht, dass das schon getriggert werden kann. Haben wir jetzt aber getan. Ich wollte noch kurz zum Bullen sagen, bevor ich jetzt hier die Romantik, hier nochmal ganz zerstöre. Nein, der Bulle hat sich, wie gesagt, wirklich schon jahrelang nicht wie ein Kunari verhalten, der dem Kuhn hundertprozentig folgt. Und er hat seine eigene Persönlichkeit schon aufgebaut, was ja unter dem Kuhn eigentlich gar nicht möglich ist. Und ich hoffe, er kann das so für sich annehmen jetzt. So, aber jetzt zurück zur Romantik, ab mit uns in die Liebesbeziehung.
Cullen, müsst ihr das wirklich fragen? Ich denke nicht. Ich... Nein, nein, lasst mich. Lasst mich. Lasst mich. Albtraum? Wie immer. Ohne Lyrium ist es schlimmer. Ich wollte euch nicht beunruhigen. Trotz der Träume, ist es ein guter Morgen? Er ist perfekt. Ihr seid... Ich habe noch nie so etwas gefühlt. Das war der Plan. Was ist das denn für eine Antwort? Ich auch nicht. Aber es ist schön. Ja, jetzt sind wir ganz fest in der Beziehung und kommen da nicht mehr raus. Hallo, mein Schatz. Wir gehen jetzt aber wieder. Das war nicht geplant. Ich bin total irritiert hiervon. Nee, also ihr seht, man hat tatsächlich... Wenn man das wirklich drauf anlegt, die Chance, mehrere Romanzen so ein bisschen zu sehen innerhalb eines Spielstandes. Ich glaube, es sind zwei oder drei. Zwei auf jeden Fall. Aber wir wollen hier nur eine sehen und das ist die mit Cullen. Wir nähern uns dem Höhepunkt. Okay, wir nähern uns dem Höhepunkt. Wir nähern uns jetzt aber mal der Krypta und werden mal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Tränke aufwerten können. Und gucken uns vielleicht mal die Kunari-Bank an. Wo habt ihr das Hämmern gelernt? Das ist die Kunari-Bank. Wir haben ja noch ein paar Wollen. Aber das ist die Kunari-Bank. Uns fehlen noch ein paar Throne, ne? Eins, zwei... drei Stück. Ich bin der Meinung, es gab mal mehr. Na gut. Dann gucken wir mal hier bei den Tränken. Da haben wir schon alles. Okay, Prophetinnenlorbeer fehlt noch. Haben wir das eigentlich mal angepflanzt? Ja, da sehe ich noch keinen Sinn drin. Gucken wir mal kurz in den Garten, ob wir da überhaupt was angepflanzt haben. Ich weiß es nämlich gerade nicht mehr. Weil dann könnten wir mal sowas wie Prophetinnenlorbeer dort einpflanzen. Und müssen nicht zurück an die Sturmküste, wo es relativ viel Prophetinnenlorbeer gibt. So, ich glaube, in den Garten kann man hier. Ich habe mich für einen schmalen Dreispitz mit Türkis. Okay. Dann schauen wir mal. Nee, wir haben anscheinend noch gar nichts eingepflanzt. Hier ist es nicht. Aber wir haben noch keinen Samen gefunden. Das ist natürlich doof. Oder ist es doch hier? Nee. Da müssen wir erst nochmal einen Samen finden. Keine Hochzeit gibt? Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt mal einen Schnitt. In der nächsten Folge machen wir mal wieder mit... Ach nee, wir haben ja noch die Sache mit Leyana offen. Die machen wir noch. Und danach geht es dann entweder in die erhabenen Ebenen oder in die Smaragdgräber. Ja,
Also jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.